Shit. So, Freunde der Wahrheit, was habe ich heute wieder Schönes? Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Atlas Verlag, wo man immer die lustige Werbung zugeschickt bekommt. Da gibt es unter anderem auch so eine Messersammlung. Naja, was gibt es dazu zu sagen? Für knapp. Mensch, was hat mir das Ding gekostet? 4,50 € oder irgend sowas? Das erste Paket. Die Gürtelhalterung ist im Original nur nachempfunden, habe ich selbst angefertigt. War nicht mit dabei. Naja, schöner Holzgriff. Sieht eigentlich wirklich so aus wie das Original. Bekommt man ein schönes Messer. Schärfen musste ich es damals selbst. Seltsamerweise kamen alle Messer stumpf. Aber ist auch nicht wirklich ein Problem. Mein Kumpel macht das. Der hat mir gezeigt, wie es geht. Geschliffen habe ich dann alleine. Naja, ansonsten bekommt man wirklich ein schönes Messer, was so einem Kampfmesser des Zweiten Weltkriegs nachempfunden ist. Kann man wirklich nicht maulen oder meckern. Naja, für Reenactor vielleicht interessant, aber ich sammle einfach bloß Messer. Also, das erste Paket, wie gesagt, 4,50 € oder so. Da konnte ich nicht Nein sagen. Daraufhin habe ich dann die ganze Serie bestellt. Ja, hat mir viel Spaß gemacht, kann man wirklich empfehlen.